Neue Technologien verändern die industrielle Praxis und damit die Fähigkeit, die Facharbeiter heute erwerben müssen. Beispielsweise lässt sich die Qualifikation eines Mechatronikers von vor 15 Jahren nicht mehr mit der eines Mechatroniker-Azubis, der seine Lehre in 2021 abschließt, vergleichen. Die Berufsbezeichnung ist zwar gleich geblieben, die Anforderungen sind es aber nicht. Diese haben sich im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung grundlegend verändert und das tun sie immer noch. Generell beobachten wir in vielen Berufsbildern eine deutliche Verschiebung der Themen in Richtung Informationstechnologie. Ein Mechatroniker hat vielleicht vor ein paar Jahren noch nichts mit der Vernetzung verschiedener Module, Systeme oder auch Anlagen zu tun gehabt, muss sich jetzt aber tagtäglich damit auseinandersetzen. Themen wie Konnektivität und Kommunikation, IT-Sicherheit und SPS-Programmierung, aber auch künstliche Intelligenz und Energiemanagement gewinnen immer mehr an Bedeutung. Dadurch rücken die traditionellen Themen wie Maschinenbau und Automatisierungstechnik im Verhältnis dazu eher in den Hintergrund. Darüber hinaus sind Kenntnisse über neue Geschäftsmodelle und agile Methoden notwendig, um auf die Herausforderungen der heutigen industriellen Arbeitswelt gut vorbereitet zu sein. Gerade diese nicht-technischen Fähigkeiten oder Soft Skills wie Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken sind heutzutage unverzichtbar, um die immer komplexer werdenden Fragestellungen zu beantworten. In vielen Industrieunternehmen werden diese Fähigkeiten schon jetzt gebraucht. Aber was die entsprechende Qualifizierung angeht, gibt es noch an einigen Stellen Nachholbedarf. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen könnte die letzte berufliche Weiterbildung der Berufstätigen am Arbeitsplatz schon eine Weile zurückliegen. Und zum anderen sind einige der genannten Kompetenzen noch nicht in den neuen Bildungsplänen verankert. Diese Verfahren dauern in der Regel länger und können nicht mit der Geschwindigkeit mithalten, mit der sich neue Technologien in der Branche etablieren. Das Ergebnis ist eine Qualifikationslücke, also ein Unterschied zwischen den Fähigkeiten, die in der Industrie gefordert werden, und denen, die die Mitarbeiter tatsächlich besitzen. Was braucht man also? Zum einen Industriekompetenz, um am Puls der Zeit zu sein, was neue Entwicklungen und Technologien angeht. Zum anderen braucht es eine didaktische Strategie als Leitfaden, um notwendige Kompetenzen vermitteln zu können. Genau dafür entwickeln wir das Curriculum Industrie 4.0. Also ein Qualifizierungsplan, der dabei hilft, die Lernenden auf die Arbeit in einem zukunftsorientierten industriellen Umfeld vorzubereiten. Mit dem Curriculum Industrie 4.0 können wir die Qualifikationslücke schließen. Denn wir geben Lehrern, Ausbildern und Produktionsleitern eine Art Fahrplan an die Hand. Damit können die Lernenden zielgerichtet auf ihrem Weg begleitet und dazu befähigt werden, bestimmte Anforderungen der heutigen Industrie 4.0 zu erfüllen. Wir sind davon überzeugt, dass das wesentliche Ziel des Lernens nicht nur das Wissen selbst, sondern die echte Handlungskompetenz ist. Daher wird unser Curriculum durch die passenden Lernsysteme und Simulationen gestützt. So ermöglichen wir ein praxisorientiertes Training entlang der Lernpfade und stellen damit eine umfassende, kompetenzorientierte Qualifizierung sicher. Denn nur gut ausgebildete, hochqualifizierte Fachkräfte sind später in der Lage, Innovation voranzutreiben und so die Zukunft mitzugestalten.